Bullseye. Hallo und herzlich willkommen zum 12. Wetterupdate, was vom 1. bis zum 7.9.2014 jetzt eben so ist. Ist eben so. Das ist das 12. Wetterupdate. Und ja, wollen wir auch gleich anfangen, denn letztes Wetterupdate schon angekündigt, dass es Herbst wird, stimmt nicht so ganz, denn es bleibt doch noch ein wenig Sommer und das finde ich auch gut. Jetzt hat zwar wieder bei mir die Schule angefangen, deshalb kommen jetzt ein bisschen weniger Videos wieder. Ja, fangen wir mal an. Und zwar heute der Montag, der 1.9., der 1. September dieses Jahr, hat das sehr wechselhaft ausgesehen. Immer mal Regen, immer mal wieder Wolkenlücken, auch in Deutschland überall. Und das teilt sich auch im Nordosten. Sind das bis zu 21 Grad, 20, 19 Grad so in den Rest von Deutschland und im Osten, beziehungsweise auch Mitte und Hessen, ist es nicht so warm, denn da werden nur so 16 Grad höchstens erreicht. Wenn ich jetzt hier oben auf meine Wetterstation gehe, ich kann es auch mal ganz kurz runterholen, kleinen Moment. Ja, hat auch mal live dabei. Also meine Wetterstation hier am 1.9. und die weiße Gradzahl dort 16,8 Grad. Ja, im Osten ist es eben bei uns jetzt nicht so warm. Wenn ihr wollt, dass ich die Wetterstation hier mit einbaue, dass sie mit im Video dabei ist, könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben. Das könnte ich sehr gern machen. Aber erstmal zu den restlichen Tagen, denn da sieht es etwas besser aus, es wird freundlicher, nicht mehr so viel Regen. Am Ende der Woche regnet es nochmal ein wenig. Das kann auch mit Gewittern verbunden werden, weil es da eben ein wenig wärmer ist als heute. Der Dienstag und Mittwoch mit 23 Grad im Westen, beziehungsweise wieder im Nordosten, teilen sich dort die Gradzahlen und ja. Das hat demzufolge, ja, wie soll ich das jetzt sagen, der Wind dreht. Er kommt nicht mehr aus Nord, sondern aus West und das bringt etwas wärmere Luft, aus West sag ich, aus Ost, Ostwind, ist ein bisschen wärmer, weil dort drüben noch ein Hitzehoch ist und deshalb wird es da bei uns etwas wärmer werden. Das spielt sich am Donnerstag ab, wo bis zu 27 Grad erreicht werden. Am Freitag bis zu 28 Grad wieder. Also wieder richtig Hochsommer, Spätsommer, wie auch jetzt zu erwarten ist. Und das heißt, Badewetter, keine Ahnung, wenn euch die Seen, die Bäder zu kalt sind. Ich weiß nicht, ob unser Freibad noch auf hat. Ja. Müsst ihr mal schauen, ob ihr noch baden gehen wollt. Und es wird trocken. Trocken, sonnig, heiter, je nachdem. Und am Samstag 26 Grad höchstens, 25, so 23. Die Tiefstwerte der Höchsttemperatur liegen dort schon bei 22 Grad. Also da wird es in ganz Deutschland über 20 Grad definitiv werden. Heiter mit Gewittern am Samstag. Die können im Laufe des Nachmittages dann aufziehen, bis in die Nacht rein, mancherorts kräftig. Das kann man nie immer so genau sagen, deshalb sage ich mancherorts. Und ja, der Sonntag wird sonnig werden, aber das kann man wiederum nicht so genau vorhersagen, wie in den letzten Videos schon angesagt, dass man höchstens nur 3 Tage genau vorhersagen kann. Damit verabschiede ich mich von dem 12. Wetterupdate. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ja, das war's. Ach, ich wollte noch was hinzufügen. Denn ich habe so eine kleine Vorschau noch mit meinem Wetterprogramm, mit meiner Klimadiagnostik da mal produziert. Und eine kleine Tabelle. Hier, die ist ja vor mir.
Ja, ich stehe vor mir und da steht drauf, dass es. Ja, Entschuldigung. Ich habe das ins Auge bekommen. Dass es ab dem. Bis zu dem 13. September 2014. Steht es nochmal. Ja. 22 bis 35, 35, 25 Grad erreicht werden. Also danach geht es runter mit den Temperaturen. Zwar nicht so drastisch, das sind nur noch so 19 bis 16 Grad, aber das heißt, dass es noch ein wenig warm bleibt. Das gefällt mir. Es soll zwar ein wenig mehr regnen nächste Woche, ab den 8., 9. soll es noch ein paar Tage trocken bleiben und die Temperatur hält sich natürlich auch. Aber dann wird es wieder ein wenig regnerisch und das heißt auch kältere Luftmassen aus West bzw. aus Nord. Damit verabschiede ich mich jetzt wirklich von dem 12. Wetter-Update vom 1.9. bis 7.9.2014. Damit ciao, euer Cedric SSTV. Tschüss.